Einen schönen guten Abend, liebe Gäste der Galerie Gustav von Hirschheid. Ich freue mich, Sie wieder heute Abend hier in der Suarezstraße 11 begrüßen zu dürfen, heute mit dem Thema Paradise. Ich darf Ihnen heute einen Künstler vorstellen, den Stefan Schlitter. Er stammt aus Berlin, ist groß geworden in Steglitz in der Nähe des Botanischen Gartens. Nach dem Abitur studierte er nicht sofort, sondern machte zunächst eine Weltreise. Wie wir sehen können, brachte er da auch seine Ideen und Eindrücke mit, die er in seinen Bildern verwirklichte, nämlich den paradiesischen Urwald. Wir sehen viele Farben, typisch für ihn, in dünnen Schichten aufgetragen, ohne Pinselstriche und ineinander übergehend. Er malt mit Ölfarben, wobei er die Farben sehr verdünnt, damit er eine gleichmäßige Oberfläche auf der Leinwand bekommt. Er malt nicht nur Pflanzen und viele bunte Farben, sondern auch Akte. Als Vorlage dienen ihm Aktmodelle und Fotos. Die Ausstellung geht noch bis zum 16. Januar. Die nächste Ausstellung wird dann am 18. Januar stattfinden mit dem Künstler Jens Steinberg unter dem Titel Träumerei. Unsere Galerie besteht nun schon über ein Jahr und wir freuen uns auch, wenn Sie uns nächstes Jahr wieder besuchen würden. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Musik